Gegenwärtig wird quer durch Europa, in der gesamten Europäischen Union, eine massive Kampagne gegen das EU-Mitgliedsland Ungarn gefahren. Irgendwie erinnert diese Kampagne gegen die Regierung Orbán an jene Kampagne, die man im Jahr 2000 gegen Österreich, gegen die Regierung Schüssel-Haider gefahren hat. Orbán ist der Buhmann Europas. Orbán mit seiner Mitte-Rechts-Regierung gilt als der Bösewicht Europas, der angeblich europäische Werte, Demokratie und Ähnliches gefährdet oder außer Kraft setzen will. Was geschieht wirklich in Ungarn? In Ungarn hat es Orbán mit seiner Fidesz, mit einer national-liberal, national-konservativ orientierten Partei geschafft, eine Zweidrittelmehrheit bei den letzten Parlamentswahlen zu erlangen und auf dieser Basis eine Regierung gebildet. Mit dieser demokratisch erlangten parlamentarischen Mehrheit will Orbán natürlich, und das ist sein demokratisches Recht, den Staat, die Verfassung, die gesellschaftlichen Zustände so umgestalten, wie es seinen politisch-ideologischen Vorstellungen entspricht. Das ist legitim, das muss man dazu sagen, auch wenn die Vereinigte Linke quer durch Europa dies schärfstens kritisiert. Was ist konkret geschehen? Nunmehr hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet, ein Verfahren, das eben davon ausgeht, dass Orbán demokratiegefährdend beispielsweise das Höchstgericht unter seine Kontrolle bekommen will, dass er die Nationalbank unter seine Kontrolle bzw. die seiner Partei bekommen will. Und bereits im vorigen Frühjahr gab es massive Kritik an Orbáns Mediengesetz, von dem behauptet wurde, dass die Regierungspartei, die Regierung, die Medien damit kontrollieren will. Wenn wir jetzt als Österreicher das einmal vergleichen. Wie ist denn in Österreich das Höchstgericht besetzt? Wie wird denn in Österreich die Nationalbankspitze besetzt? Wie werden denn in Österreich die staatseigenen, die öffentlich-rechtlichen Medien besetzt bzw. kontrolliert? Doch auch immer und durchwegs parteipolitisch. Und eine Partei, die in Österreich im Gegensatz zu Orbán, der eine Zweidrittelmehrheit hat, nur ein Drittel der Wähler hinter sich versammeln kann, nämlich die österreichische Sozialdemokratie. Diese Partei ist gerade gegenwärtig dabei, sich den Staatsrundfunk, den ORF, das öffentlich-rechtliche Fernsehen absolut zu unterwerfen und ihren Einfluss dort über Personalpolitik, Interventionen und Ähnliches absolut durchzusetzen. Hier schreit in Europa oder quer durch Europa in Brüssel niemand auf. Hier gibt es keine Medienempörung, weil es eben eine sozialdemokratische Partei ist. Gegen alle EU-Länder, die von Rechtsparteien regiert werden, gibt es diese medialen oder medial-politischen Kampagnen. Das war gegen Berlusconi so, das ist jetzt gegen Orbán so, das war früher gegen Haider und Schüssel so. Man sollte also die Kritik an Ungarn zwar durchaus ernst nehmen, man sollte danach trachten, dass Orbán seine große Macht, die er parlamentarisch-demokratisch erreicht hat, nicht missbraucht. Aber eines ist klar, Ungarn ist ein demokratisches EU-Land, Ungarn ist ein Rechtsstaat und Orbán agiert auf absolut demokratischer Weise.